Wenn wir jetzt noch mal an den Bund denken, was haben wir uns in der letzten, was haben wir in der letzten Stunde gelernt? Wir werden schauen müssen auf die FDP, kommt sie wieder in den Landtag, reicht es in den Bundestag, reicht es für eine Fortsetzung von Schwarz-Gelb oder wird sich Angela Merkel einen neuen Partner suchen müssen? Wie weit schafft es Rot-Grün im Wahlziel nahe zu kommen? Wie schneiden die Kleinen ab Grüne, Linke und was vor allem macht auch die AfD, die Alternative für Deutschland, die ja ein neuer Player im deutschen Parteienspektrum ist. So, und jetzt haben wir noch 10 Sekunden. Der Countdown läuft bis zur Prognose, Punkt 18 Uhr. Theo Koll. Wir warten auf den Gong. Und hier kommt unsere Prognose für den Bundestag. Die CDU-CSU kommt auf 42,5, sehr starke Gewinne, zuletzt vor 20 Jahren über 40%. SPD 26,5, deutlich verbessert. FDP 4,5, massive Verluste, nicht mehr im Bundestag, wenn das so bleibt, erstmalig in der Geschichte der Partei. Die Linke 8,5 mit Verlusten, Grüne 8,0, ebenfalls Verluste. Und die AfD kommt auf 4,8, es ist unsicher, ob es noch reicht für den Bundestag. Andere zusammen 5,2.